Hier hat mir jemand direkt nicht nur eine Sache geschickt, sondern gleich zwei Sachen. Machen wir jetzt mit dem großen Produkt weiter? Ja, let's go, Digga. Großes Produkt. Boah, ich bin so gespannt, was da drin ist. Da weiß ich es wirklich nicht. Yo, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, den ich eigentlich jetzt genau nach dem ersten Part aufnehme. Nur ich habe mir gerade einen anderen Pulli angezogen, damit es wenigstens so rüberkommt, als würde ich es an einem anderen Tag aufnehmen. Aber jetzt habe ich es euch ja auch schon gesagt, dass es nicht so ist. Aber eigentlich ist es auch scheißegal. Ich meine, ich sitze jetzt 2 Stunden, drehe ein paar Videos. Warum nicht? Leute, vielleicht ganz kurz an die, die den ersten Part nicht gesehen haben. Es geht heute um das Black Friday Opening Part 2. Ich mache ja immer sehr, sehr viele Unboxing-Videos. Dadurch bekomme ich extrem viele Mails von irgendwelchen Händlern aus aller Welt, die mir ihre ganz tollen Produkte andrehen wollen und dann natürlich auch gerne wollen, dass ich für jedes einzelne Produkt, so klein es auch ist, ein ganzes Video drehe und dafür dann auch gar kein Geld verlange. Solche Mails kriege ich sehr, sehr oft. Und deswegen habe ich vielen dann einfach mal geantwortet und gemeint, ey, ihr könnt mir sehr, sehr gerne euer Produkt schicken. Ich mache dieses Black Friday Opening. Ihr kennt ja wahrscheinlich Black Friday, machen ja sehr, sehr viele Händler auf der ganzen Welt mit. Und ja, so entstehen diese Videos. Wir haben im ersten Part schon 3 oder 4 Produkte ausgepackt und jetzt machen wir den zweiten Part. Ich habe hier immer noch 5, 6 Sachen liegen, auch große Sachen, wie man sieht. Eine Drohne! Geil! Ich weiß nicht, ob die 100 Euro da richtig investiert sind. Eine Carbonhülle für AirPods mit Powerbank. Ach so! Also hier steckt mir auf jeden Fall was dran. Tiffany, was hast du mir denn dazu geschickt, ey? Das hier muss ich auch noch auspacken. Das hier muss ich noch auspacken und das hier muss ich noch auspacken und dann habe ich da hinten auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir das alles in diesem Video schaffen, sonst gibt es natürlich auch noch einen dritten Part, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe sehr Bock drauf, weil dann habe ich noch ein Video mehr. Da ja jeden Tag um 19 Uhr ein neues Video kommt. Okay, wir haben jetzt genug gelabert, sorry. Ich mache hier immer Werbung für mich, ne? Manchmal ist es auch zu viel. Womit starten wir? Ich würde sagen, ich habe irgendwie Bock auf das hier. Ich habe da, ich habe noch nicht wirklich reingeguckt. Das ist immer das Problem, wenn hier morgens irgendwie so ein Paket ankommt. Ich will immer am liebsten direkt reinschauen, aber ich habe es mir hier verkniffen. Also, dann machen wir das eben jetzt. Erstes Produkt. Wir haben hier, ich bin sehr, sehr gespannt. Nee, ich dachte gerade auf den ersten Blick, oh nein, bitte nicht das nächste Sexspielzeug, weil wir hatten im ersten Part als drittes oder viertes Produkt ein Sexspielzeug und das Ding war wirklich, also, habe ich vorher so noch nie gesehen. Checkt es auf jeden Fall ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier haben wir jetzt eine Bagotte Wi-Fi Kamera. Ich denke mal, das ist eine Überwachungskamera. Genau, Mobile Phone Configuration. Ja, ja, das kann man alles machen. So sieht das Ganze aus von der Verpackung. Ich habe leider wieder keinen Kameramann. Juri schläft immer noch. Ja, okay. Zack. Ich sollte hier mal ein bisschen Platz machen, ne? Also, ich kann mich daran erinnern, ich habe schon einmal eine Überwachungskamera ausgepackt und zwar von Wish, genau, für 20 Euro oder so. Und diese hier macht auf mich jetzt auf jeden Fall schon mal einen hochwertigeren Eindruck. Die kann man wahrscheinlich ganz einfach konfigurieren, indem man sich auf dem Handy die App runterlädt und das dann mal testet. Können wir eigentlich mal machen, oder? Dazu muss ich nur mal eben mein Handy holen. Leute, ich weiß, ich sehe anders aus, auch andere Location. Das hat den Grund, weil ich diesen Step jetzt hier ein bisschen später aufnehme. Ich habe es total vergessen, dass ich die noch testen wollte. Diese scheiß Kamera, aber scheiß Kamera ist es nicht. Eine nette Kamera, 42 Euro kostet sie. Bagotte, da waren wir stehen geblieben. Deswegen, ich schleppe sie mal kurz hier ein. Also ich habe mich gerade schon so ein bisschen mit befasst. Man kann die halt ganz easy dann per App mit WLAN connecten praktisch. So, jetzt haben wir es aber. Boah, das hat jetzt aber auch echt lang gedauert. Und jetzt starte ich das mal. Ha, guck mal. Sogar mit Sound. So, jetzt könnt ihr mich ja hier sehen. Und jetzt kann ich die wahrscheinlich hier einfach drehen. Jawoll. Warte mal, hier. Hier, Leute, jetzt könnt ihr es auch sehen. Also ich muss sagen, die Qualität ist auf jeden Fall nice. Deutlich besser als bei diesen Wish-Dingen, was ich da damals hatte. Deswegen kann ich sagen, mir gefällt das. Daumen nach oben und man kann sogar so einen Bewegungsmelder einstellen und Nachtsichtmodus, also dass man halt nachts, also dass die nachts auch das Bild halt klar wiedergeben kann. Ja.
Okay, Freunde, dann haben wir ja das erste Produkt schon hinter uns. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt. Diese Sachen auch wie immer. Ich versuche, alle Links dazu zusammenzustellen und die euch dann in der Videobeschreibung zu verlinken. Das heißt, wenn euch irgendwas davon sympathisch rüberkommt, sympathisch, man kann sie unterhalten, dann könnt ihr euch das ja gerne bestellen und meinetwegen diese Händler unterstützen und dann noch in die Rezension schreiben, dass ihr von Alex kommt, damit ihr mir noch mehr zuschicken. Machen wir mal eben hiermit weiter. Das ist ein relativ kleines Produkt. Oh oh, eine Jacke. Wann habe ich denn eine Jacke bestellt? Also hier muss ich halt wirklich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei irgendeinem Händler eine Jacke gesehen habe, dass der mir eine Jacke andrehen wollte. Kommt auf jeden Fall aus China. Made in China. Wir können auch gleich mal dran riechen. Man kann es auch meistens erriechen, wo es herkommt. Ja. Ach, warte mal, ist das überhaupt eine Jacke? Nee, das ist eine Hose. Das ist eine Hose, ach du Scheiße. Eine Hose? Habe ich erst recht nicht bestellt. Naja, wahrscheinlich habe ich es irgendwo bestellt. Und kann mich einfach nur nicht mehr dran erinnern. Ich würde die mir jetzt wirklich sehr gerne so richtig anziehen. Kann ich aber nicht, weil das Problem ist, ich habe keine Unterhose unter meiner Jogginghose, weil... Alter! Ja, also ich muss sagen, ist ein bisschen zu klein. Ein bisschen sehr zu klein. Wenn ich mir Hosen bestelle, bestelle ich die eigentlich meistens in M. Bei Hosen M, bei Oberteilen immer L. Ist halt irgendwie so bei mir. Eventuell liegt es daran, ich muss ja dann meine Größe weitergeleitet haben oder die hat halt einfach irgendeine Größe ausgesucht und wenn die dann aus China kommt, da sind die Menschen ja durchschnittlich wahrscheinlich ein bisschen kleiner als hier, dass es dann so halt so klein wird. Aber an sich eine nette Hose. Danke, von wem auch immer das kommt. Nur halt ein bisschen klein. Qualität ist in Ordnung. Also ich habe schon deutlich, deutlich Schlimmeres gesehen. Und ja, fühlt sich ganz gut an, so vom Stoff her. Ist halt so eine Jogginghose oder so. Vom Stoff her wie so eine Regenjacke, genau. Dann machen wir mal weiter. Warte mal, womit machen wir weiter? Hiermit? Oder hiermit? Ich will hiermit weitermachen. Das hier lasse ich hier noch stehen. Irgendwie ist alles schon auf. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich hier reingeschaut habe. Deswegen machen wir es jetzt. Haha, hier hat mir jemand direkt nicht nur eine Sache geschickt, sondern gleich zwei Sachen. Fangen wir mal mit der kleineren an. Aha, wir haben die nächste... Oh, eieiei, aus welchem Jahrhundert stammt die denn? Wir haben die nächste Überwachungskamera. Dieses Mal ist es die E-Zwitz CTQ6C. Hier oben könnt ihr sehen, die filmt nur in 720p. Die, die wir eben hatten, filmt sogar in 1080p. Ich könnte eigentlich auch hier mal eben nachschauen, wie teuer die ist, ne? Weil die eben hat ja 42 Euro gekostet. Okay, hab gerade mal nachgeschaut, kostet bei Amazon 30 Euro. Also an sich 30 Euro. Also damals auf Wish habe ich auch 20 bezahlt für das Ding. Oder 15 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es absolut ausreicht als Überwachungskamera. Also ich war auch damals mit der von Wish zufrieden. Diese Überwachungscams, die sind irgendwie alle nicht so teuer und von der Leistung her alle akzeptabel. Deswegen sage ich hier einfach mal, komm, wir schauen wenigstens mal kurz rein, bevor ich hier das zweite Produkt auspacke. Guck mal, hier stehen gleich so 20.000 Überwachungskameras nebeneinander. So, das ist die andere, die wir eben hatten. Und jetzt habe ich gerade schon gesehen, Alter, liegt hier viel Müll rum. Nein, jetzt sind meine AirPods runtergefallen. Leute, hier liegt so viel Papiermüll rum. Alles voller Kartons und voll mit diesem Stopfpapier. Naja, okay. Genau, und das ist dann auch schon das nächste Modell. Hier haben wir auch wieder nur 720p. Der war allerdings so freundlich und hat mir gleich zwei geschickt. Eine hier, um sie unter die Decke zu montieren. Die hänge ich mir erstmal hier unten vor den Balkon. Kann ich Leute beobachten. Dann macht auch keiner mehr hier Klingelstreich. Mit Antenne, also ich würde sagen, das ist bis jetzt auf jeden Fall die hochwertigste. Ich schau mal kurz, was die kostet. CTQ3W. Naja gut, auch nicht so viel mehr. Kostet 35 Euro bei Amazon. Das sind aber auch alles komplizierte Namen hier, ne? CTQ3W. Muss ja auch erstmal drauf kommen. Ich würde sagen, die teste ich jetzt nicht, weil ich will ja nicht das ganze Video über Überwachungskameras testen. Deswegen machen wir mal weiter. Und zwar machen wir jetzt mit dem großen Produkt weiter. Ja, let's go, Digga. Großes Produkt. Boah, ich bin so gespannt, was da drin ist. Da weiß ich es wirklich nicht. Wäre jetzt der Mega-Fail, wenn da irgendwie so was Langweiliges drin ist. So, ab in die Mitte mit dir. Alter, ein Riesendingen. Wir haben hier den ultimativen Denway Robotic Vacuum Cleaner und dann ganz dick drunter Made in China. Leute, auf jeden Fall ein mega fettes Produkt.
Okay, wow, okay, jetzt sehe ich schon wieder so anders aus wie eben. Also das Video entsteht also praktisch an zwei verschiedenen Orten. Wir haben jetzt hier noch diesen Saugroboter, den ich in Köln nicht mehr geschafft habe auszupacken, weil meine Speicherkarte und so voll war. Dann bin ich auch pennen gegangen, weil wir hatten schon 2 Uhr. Deswegen machen wir das jetzt. Eine Schere wäre nicht schlecht. So. Wer braucht schon eine Schere, wenn es auch ohne geht? Boom. Und Kamera raus. Also ich habe ja selber einen Saugroboter in Köln von Xiaomi, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und hier haben wir jetzt einen von Dinky. Ich glaube, den Namen habe ich eben auch falsch ausgesprochen. Was steht denn hier drauf? Works with Wi-Fi Intelligent Cleaning Mode. Ich weiß nicht, ob der nach dem Chaos-Prinzip reinigt oder nicht. Das werden wir noch rausfinden. Und was das noch hier soll? Super strong, ja, bla bla bla. Ich glaube, das Ding kostet so 200 Euro oder 220 Euro, muss ich gleich nochmal rausfinden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das in dieses Video noch packe oder dann tatsächlich, weil ich habe noch 2 weitere Pakete, ne, 3 sogar, ob ich dann noch einen dritten Part mache, und ich glaube, das mache ich auch. Deswegen, also dieses Ding werde ich vermutlich dann auch im nächsten Part verlosen. Schaut euch den an und im nächsten Part testen wir das dann natürlich auch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht mache, weil das Video ist wahrscheinlich schon wieder viel oder schon deutlich länger als meine anderen Videos. Wir sehen uns dann am Freitag um 20 Uhr wieder. Checkt es auf jeden Fall ab. Ich weiß, in den anderen beiden Paketen ist auch noch cooles Zeug drin. Deswegen, wir sehen uns Freitag. Abonniert den Kanal. Wir haben bald die Millionen. Es werden immer mehr und vielleicht schaffen wir das noch dieses Jahr. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, haut rein. Ciao. Ach so, und auf Instagram habe ich die ganzen Sachen jetzt in meiner Story drin. Deswegen checkt Instagram ab und antwortet auf die Story, wenn ihr davon irgendwas haben wollt.